Karten, die dein Weltbild verändern. Diese Karte zeigt die ärmsten Regionen in den flächenmäßig größten Ländern der Welt. In Kanada ist es der nur sehr dünn besiedelte Norden. Gründe dafür sind natürlich das extreme Klima der Polarregion und der Mangel an Arbeitsplätzen. Auch in diesen Südstaaten der USA fehlt es an Jobs. Die ärmste Region Argentiniens ist der sehr landwirtschaftlich geprägte Nordosten. Gleiches gilt für Brasilien. In Russland sind es die südlichen Gebiete im Kaukasus. Kasachstans ärmste Region befindet sich auch im Süden des Landes. Für Indien ist es die nordöstliche Region am Himalaya-Gebirge, für China der Nordwesten und die ärmste Region in Australien ist die Insel Tasmanien. Wirtschaftlich das genaue Gegenteil zeigt diese Karte. Die grünen Bereiche machen rund die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsproduktes aus. Dazu zählen einige Staaten der USA, Länder in Mittel- und Westeuropa, ein paar Nationen im Nahen Osten, Ostchina, Taiwan, Südkorea und Japan sowie die Regionen rund um Melbourne, Australien. Und was denkst du über diese?